Hi Leute, ja, lange nichts mehr von mir gehört, fast 2 Jahre sind es jetzt letzten Endes und ich will euch jetzt einfach mal auf dem Laufenden halten, wie es denn jetzt weitergeht, ob noch Videos kommen, ob gar nichts mehr kommt. Es werden Videos kommen, das kann ich euch schon mal sagen, mit Sicherheit nicht mehr in dieser Menge, die es vorher mal gab. Mir fehlt einfach die Zeit ein bisschen. Im Leben gibt es einfach Momente, wo man ja, privat auch ein bisschen gucken muss, wo man bleibt. Und bei mir war es so, dass es einfach beruflich vor allen Dingen viel Veränderung gab. Ich habe eine andere Dienststelle jetzt genommen, bin aufs Land raus, bisschen ruhiger alles angegangen und da ist einfach wenig Zeit geblieben für Videos. Ich will euch aber nicht ganz im Stich lassen, darum habe ich mir gedacht, mach mal wieder ein paar Videos. Man muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe hier nichts gesponsert bekommen, ich habe alles selber gezahlt und irgendwann sind auch finanziell gesehen mal ist da ein Loch drin. Und ich kann euch nicht ständig irgendwie hier mit Neuheiten zuballern, das funktioniert einfach nicht. Egal, jetzt kommen auf jeden Fall wieder Videos. Wir werden uns ums Thema Bremsen nochmal kümmern, wir werden das Thema Reifen angehen. Es gibt ja viele Spekulationen, meine Federals sind noch drauf auf jeden Fall, da gibt es nichts zu meckern bei den Reifen, alles gut. Aber dazu kommen wir irgendwann nochmal auf jeden Fall. Kundendienst wird sein. Ja, ich habe jetzt knapp 100.000, also noch nicht ganz 97.000 drauf. Da will ich euch mal ein paar Erfahrungswerte bringen, wie das Auto sich im Langzeittest gemacht hat letzten Endes. Und ja, freue ich mich drauf. Wie gesagt, nicht mehr in der Menge, wie es vorher war. Vielleicht so nebenbei, wer Lust hat, so ganz mit Videos habe ich nicht aufgehört in der Zeit. Ich habe auch für die Arbeit betreue ich, wo ich bin. Ich arbeite ja im Rettungsdienst. Habe ich die Facebook-Seite übernommen und da machen wir coole Videos und coole Fotos immer. Wer da Lust hat, ich poste den Link einfach mal unten in die Beschreibung, kann einfach mal reingucken. Würde mich freuen, wenn er da einfach mal vorbeischaut. Es sind noch ein paar, ja ich sage jetzt mal, Carporn-Videos dabei von unseren Fahrzeugen. Könnt ihr einfach mal reingucken. Das war's eigentlich. Ich zeige euch noch einfach kurz das Auto, das es noch gibt. Ja? Weil es gibt ja viele Spekulationen, dass ich es gar nicht mehr habe, dass die Reifen sich aufgelöst haben oder sonst irgendwas ist. Das Auto steht genauso da wie vorher, hat sich nichts verändert. Aber wie gesagt, zu den Einzelheiten, was sich denn jetzt, was sich über die 2 Jahre oder 1,5 Jahre jetzt so verändert hat und was ich für Mängel hatte oder auch nicht, sind nicht viele, kann ich euch gleich sagen. Darüber wird es Videos geben auf jeden Fall. Und als nächstes kommen auf jeden Fall die Bremsen dran, weil jetzt sind nämlich meine hinteren Bremsen auffällig. Da gibt es noch kein Video von, wie man die einbaut. Da gibt es ja Spekulationen drüber, ob man mit der Feststellbremse was machen muss, aber dazu kommt alles. Ich wollte euch auf dem Weg auch einfach mal Danke sagen, dass ihr weiterhin so auf meinem YouTube-Channel unterwegs seid, dass ihr meine Facebook-Seite so supportet und dass ihr euch das selber auch ein bisschen mit einbringt. Was ich aber noch ein bisschen gern mehr hätte, sind so Fan-Videos. Ich habe ja schon mal ein paar reingestellt. Wenn ihr einfach Umbauten habt oder macht oder irgendwas verändert oder eine Fotostrecke habt oder ihr macht mit dem Handy irgendeine Videoaufnahme und wenn es nur so ein bisschen ist, dann schickt mir das einfach zu per Mail, schreibt mich an und dann machen wir dann ein Fan-Video drauf. Würde mich freuen. Jetzt gibt es ein bisschen Carporn klein und wir sehen uns. Freut mich wieder, dass wir wieder online sind. Ciao. Ain't no love, like a real love, but it goes so fast.